Die vier russisch besetzten Gebiete in der Ukraine haben sich bei den von der Regierung in Kiew und westlichen Staaten als Scheinreferenten bezeichneten Abstimmungen mit überwältigender Mehrheit für einen Beitritt zu Russland ausgesprochen. Der von Russland eingesetzte Chef der selbsterklärten Volksrepublik Donetsk, Denis Puschilin, präsentierte am frühen Mittwochmorgen ein Zustimmungsergebnis von über 99%. Und hier ist es, das kolossale Ergebnis. Es wäre nicht wahr zu sagen, dass wir ein solches Ergebnis nicht erwartet hätten. Ich glaubte und glaube an den Donbass. Ich glaube an unser Volk. Wir wollten dies schon so lange. Wir haben 2014 davon geträumt und haben danach gehandelt und Geschichte geschrieben. Und so ist dies ein historischer Tag. Wir vereinigen uns wieder mit dem großen Mutterland, mit dem großen Russland. Der ukrainische Präsident Volodymyr Zelensky verurteilte die Referenden als Farce. Sie könnten niemals als legitime Abstimmungen bezeichnet werden, sagte Zelensky in seiner nächtlichen Videobotschaft. Die Ukraine werde ihre Bevölkerung in den besetzten Regionen verteidigen. Die Vereinigten Staaten wollen eine Resolution in den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einbringen. Darin sollen die Mitgliedstaaten aufgefordert werden, keine Veränderungen in der Ukraine anzuerkennen und Russland zum Rückzug seiner Truppen zu verpflichten. Russland erklärte, die Referenden seien transparent und unter Einhaltung der Wahlnorm durchgeführt worden. Es wird erwartet, dass Russlands Präsident Wladimir Putin schon am Freitag Teile der Region Donetsk, Luhansk, Cherson und Saporischschja zu russischem Staatsgebiet erklären könnte. Dann wäre die ukrainische Offensive zur Rückeroberung ihrer Gebiete in Augen Moskaus ein Angriff auf Russland.